ist denn das da? Oh, ein süßes, kleines, dickes Schwein. Und Schinken. Ladies and Gentlemen, erstmal Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen zurück zu Minecraft Galactus. Oh yeah. Hier wollen wir hin. Hier unten. So, zack. Alright, Leute, wir sind hier wieder in unserer kleinen Glaskuppel unter Wasser. Ich habe noch ein Stück Araunenkuchen übrig. Mit dem können wir uns unter Wasser quasi wie Meerjungfrauen bewegen. Und ja, hier ist Schinkens Ecke. Da vorne steht Schinken, glaube ich, irgendwo. Schinken wartet schon ganz ungeduldig. Ich habe ihm nämlich gesagt, dass ich eine Überraschung habe. Und ich habe eine Überraschung, auch für euch. Aber Freunde, nochmal kurz zur Zusammenfassung von der letzten Folge, wer die nicht gesehen hat. Wir waren in der Pyramide, sind eingebrochen, haben einen Ring geklaut für die Goldene Lady. Und am Ende der Folge haben wir die Goldene Lady getroffen. Die hat sich vor die Pyramide gestellt und hat auf uns gewartet. Und sie hat mir und Nola erzählt, dass sie heute vorbeikommt. Sie hat sich den Ring schon geschnappt, aber sie kommt heute nochmal vorbei. Und ich bin gespannt, was da passieren wird. Heute treffen wir sie also richtig, Freunde. Ist das nicht cool? Und ja, ich würde sagen, darauf bereiten wir uns jetzt einmal vor. Aber ich zeige euch vorher nochmal eine Sache, die ich noch gemacht habe. Los geht's! Yeah! Ihr seht gerade schon, wir haben hier einen kleinen Anbau gemacht. Hier geht's nach draußen, da wird's zur Hauptkuppel gehen. Und wenn wir jetzt hier diesen Gang einmal lang reiten mit Schinken, dann kommen wir aber zur wichtigsten Kuppel, würde ich schon fast sagen. Das ist nämlich die Versorgungskuppel. Hier finden wir nämlich alle Nahrungsmittel, die es gibt, haben wir hier. Schink, kannst du mal ein bisschen schneller reden? Mann, das ist ein lahmes Schwein. So, zack, hier. Hier sind Karotten. Hier, Schinken. Bitte, lass es dir schmecken. Hat's geschmeckt? Ja, dachte ich mir. Okay, hat geschmeckt wie immer. Aber Freunde, bevor ich jetzt hier irgendwie eine Karotte esse, weißt du was, Schinken, du kannst hier bleiben. Viel Spaß, du fühlst dich hier bestimmt wahnsinnig wohl. Überall Karotten, das muss doch ein Paradies für dich sein. Okay, und wir gehen jetzt mal weiter, denn ich habe noch ein Stück Araunenkuchen übrig. Und das würde ich heute ganz gerne benutzen, um euch etwas anderes noch zu zeigen. Dazu müssen wir mal raus. Wir gehen gleich hoch, ich will gleich die Goldene Lady treffen. Aber vorher gucken wir jetzt hier nochmal raus in unsere Unterwasserwelt. Ist das nicht cool? Jetzt hier den Araunenkuchen essen? Hallo? Habe ich eine Karotte gegessen? Oh nein, ich habe eine Karotte gegessen und jetzt habe ich keinen Hunger mehr. 1071, 1072, 1073, 1084, 1595. Oh, ich habe Hunger. Zack, da den Kuchen. Und jetzt hat sich die Unterwasserwelt für uns geöffnet. Und wir können wirklich Meerjungfrauen hier rumschwimmen. Wir haben nämlich, wir haben alles. Wir haben Nachtsicht, wir haben Unterwasseratmung und können jetzt eigentlich 2,5 Minuten hier ganz normal rumschwimmen, wie wir wollen. Hier hatte ich eigentlich vor, die nächste Kuppel zu machen. Hier sollte die große Kuppel hin. Jetzt überlege ich aber gerade, ich habe das hier so gebaut. Vielleicht kommt die denn da so hin, die große Kuppel? Und wir machen hier noch eine kleine hin. Wir gucken mal. Okay, genau, Leute, was ich euch zeigen wollte hier unter Wasser. Wir haben einen kleinen Gast hier, okay? Ich zeige euch das mal. Wenn wir hier nämlich rüberschwimmen, einmal auf die andere Seite. Sieht so cool aus, da endet der Himmel quasi. Wir müssen hier rüber und da vorne ist ein Unterwasser-Lavasee, okay? Hier lang. Oh mein Gott, hier verbrennt das Wasser. Und da ist er! Unser kleiner Feuersquid. Ist der nicht süß? Der wohnt einfach nicht im Wasser, der wohnt in der Lava. Der stirbt auch, wenn er ins Wasser kommt, also er kriegt auf jeden Fall Schaden. Von daher wäre es gut, wenn ihn keiner irgendwie ins Wasser aussetzt oder so. Genau, und ich dachte mir, wir können ihm einen Namen geben. Also ihr könnt mir nochmal eure Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und die drei besten Namen stehen dann zur Auswahl. Schreibt die in die Kommentare. Noob, hallo, du musst... Nein, du musst es trinken. Noob, du musst... Oh mein Gott, komm schnell unter... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, ich baue es ab. Komm rein hier. Noob, hier lang. Geh da rein, sofort. Oh mein Gott, nicht sterben, nicht sterben. Oh mein Gott, nein. Jetzt ist meine Kuppel kaputt. Vielen Dank dafür. Warte, ich mache erstmal zu hier. Okay, alles cool. Wie bist du hier überhaupt... Was hast du denn da getrunken? Trank der Feuerresistenz. Wir sind unter Wasser, Noob. Wir sind... Hier brennt doch gar kein Feuer. Wie bist du hierher gekommen? Weh, du legst dich in mein Bett. Weh, nein. Nein, nein, nein. Okay, nee, macht er, glaube ich, nicht. Nee, nicht... Nein, nicht in mein Bett legen. Bitte alle... Nein. Oh, wie soll ich denn jetzt mein Bett waschen? Stell es am besten raus ins Wasser. Noob, hör auf, dich in mein Bett zu legen. Kannst du bitte verschwinden? Oh mein Gott. Hier, Fahrstuhl. Du weißt bestimmt nicht, wie man den... Lol. Oh, er weiß, wo man ihn benutzt. Okay, ciao, hasta la pasta. Oh, jetzt habe ich leere Tränke, leere Trankflaschen. Vielen Dank dafür. Was sagst denn du, heilige Kartoffel? Soll ich mein Bett verbrennen?
Ah, ja, ich soll mein Bett verbrennen. Da sind wir jetzt auch schon oben. Und ja, wir haben richtig coole Wasserlaufschuhe. Warte mal, was? Was ist denn das? Oh mein Gott. Als ob. Das ist ein riesiges goldenes Schiff. Meint ihr, es gehört der Golden Lady? Bestimmt gehört das der Golden Lady. Zack, wir laufen einfach mal über das Wasser hier. Hä, wie cool ist das denn? Das ist ja riesig. Und es sieht so... Das ist mega teuer, oder? So viel Gold. Fahren wir mal so viel Gold. Das muss ja echt wahnsinnig schwer gewesen sein. Da sind Leute. Die sehen aus wie Security-Frauen. Okay. Gehen wir mal hin. Hallo? Was ist das hier für ein Luftschiff? Hallo! Die Goldene Lady hat uns mitgeteilt, dass du kommst. Sie ist gerade nicht zu sprechen. Komm bitte heute Abend wieder. Oh Gott, okay, alles klar. Das ist also das Luftschiff der Goldenen Lady. Ich dachte, die Leute fahren hier mit Raumschiffen und nicht mit Luftschiffen. Na gut. Wer ist denn das? Sieht ja aus wie ein Junge. Was? Wieso sehe ich nicht wie ein Junge aus? Wie kommst du darauf, dass... Ach so. Ach, sie meint, glaube ich, den Noob. Ah nein, warte mal. Ich glaube, in diesem Diebesclan dürfen nur Mädchen. Noob? Oh, er will dir eine Blume geben. Wie süß ist das denn? Oh mein Gott. Was? Noob? Besser? Lauf? Oh nein, lass doch den Noob in Ruhe. Der wollte dir doch nur eine Blume schenken. Oh mein Gott. Okay. Oh, bin runtergeplumpst. Okay, alles klar. So, zack. Na gut, dann noch viel Spaß und... Oh, süß. Schöne Blumen sind das hier. Na gut, bis dann. Ciao. Da unten ist unser Mailkasten, unser Postkasten. Da können wir auch mal reinschauen. So, wir haben eine Nachricht. Wow, von Castle 44 von vor 10 Tagen. Ist ja noch gar nicht so lange her. Okay, hi Easy. Ich habe etwas Käse für dich gefunden und dachte mir, dass du den magst. Hast du vielleicht ein paar Mystery-Boxen auf Lager für mich? Wäre nett und danke und liebe Grüße, Castle 444. Danke, Chaosflow 444. Ich dachte schon, was es wäre, fast es wäre von Chaosflow 44, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ist wahrscheinlich von seinem Bruder oder sowas. Was? Was ist das hier? Das ist doch nicht Käse, das ist Quark. Das ist kein Käse. Das ist doch kein echter Käse, Flo. Na, vielen Dank auch dafür. Warte mal. Glücksbaum ist gewachsen. Oh mein Gott, wie schön. Oh mein Gott, wie schön der ist. Oder? Hey, die sieht ja mega toll aus. Ich frag mich, ob der nachts leuchtet oder so. Weil das sieht aus, als wenn das leuchtet. Ich weiß es nicht. Hey, mega cool. Der ist ja riesig geworden. Oh, das ist so lieb. Nyx hat uns nämlich einen Baum. Wer das nicht weiß, in Minecraft Apollo, da waren wir nämlich vorher. Da gab es eine Göttin, die hieß Nyx. Die meisten werden es wissen, aber manche vielleicht nicht. Und die hat uns einen Setzling mitgegeben hier für unsere Reise in die neue Galaxie. Und ja. Und diesen Setzling sollten wir anpflanzen, haben wir auch gemacht. Und daraus ist jetzt dieser wunderschöne Baum geworden. Mega schön. Gefällt mir richtig gut. Sieht total toll aus. Wir können da unten irgendwie was bauen oder so. Vielleicht einen Marktstand oder vielleicht auch einen Schrein für die heilige Kartoffel. Das wäre cool. Warte mal, wir holen sie mal. Da bin ich auch schon. Hi, heilige Kartoffel. So, das Bett nehme ich jetzt mal mit. Und dich muss ich jetzt auch einmal einpacken. Ha, Dankeschön. So, ich habe leider kein Feuer dabei. Habe ich irgendwo ein Feuerzeug? Da ist einfach nur ein Eimer drin. Und da sind Feuerschutztränke drin, aber kein Feuer. Ich brauche ein Feuerzeug. Kann doch nicht wahr sein. Wo habe ich mir die ganzen Sachen? Ich glaube oben. Die sind alle hier vorne. Ja, die habe ich alle da vorne. Vielleicht habe ich... Oder kann ich das hier verbrennen? Toll, jetzt muss ich mir ein neues Bett machen, weil der Noob sich da drin rumgewälzt hat. Geht das? Oder wird es vielleicht davon auch nur desinfiziert? Ich desinfiziere das. Vielleicht kann ich das zum Professor bringen und ihn das desinfizieren lassen, damit mein Bett wieder sauber ist. Ich weiß ja nicht, was der Noob für Flöhe hat, ja? Okay? Also lieber fernhalten von diesem Bett. Da will ich nicht drin schlafen. So, wir laufen wieder mit unseren Wasserschuhen hier. Und das Feld kann ich eigentlich sogar wegmachen. Das brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben ja das unten jetzt. Naja, ist eigentlich eine gute Tarnung. Und ja, dann machen wir mal die heilige Kartoffel an ihren brandneuen Platz. Zack. Oh, sie freut sich. Es gefällt ihr. Wie cool. Ja, nice. Alles klar. Das wird dann der Schrein der heiligen Kartoffel sein. Ich habe gereimt. Habt ihr das gehört? Hallihallo. Ich bin's wieder, Easy. Was geht? Hi. Ich war heute Morgen schon mal da. Ich wollte mit der Golden Lady reden. Ist sie jetzt da? Die Goldene Lady erwartet dich schon. Du darfst hochgehen. Ah, cool, danke. Hey,
Wie geht's dem Noob? Haben Sie den Doll verdroschen? Ihm geht's gut, keine Sorge. So schnell wird er sich unserem Schiff jedoch nicht mehr nähern. Okay. Gut, dann gut, dass Sie den am Leben gelassen haben. Den mag ich nämlich ganz gerne nach all den Jahren, die wir den Noob schon kennen. Der Arme. So schade, dass er seine Freundin nicht mitgebracht hat hier. Das ist ein bisschen traurig. Vielleicht ist sie ja auch im Gepäck gewesen. Wo sind wir? Was ist das hier für ein Ort? Warte mal, was? Was macht sie denn da? Okay. Da sitzen irgendwelche Leute. Warte, die haben ja alle Masken auf. Die haben ja alle Masken auf. Wie gruselig ist das denn? Guckt euch die mal an. Oh Gott. Wo muss ich denn jetzt hin? Warte mal, da vorne sieht so aus, als wäre das so eine Art Thron, oder? Wollen wir mal... Doch, ich glaube schon. Wir gehen mal da vorne hin und schauen mal. Hier sind überall die Security-Leute. Die haben hier so eine Maske auf. Ist das die Goldene Lady? Ist sie das? Ich kenne... Das muss sie, glaube ich, sein, oder? Das letzte Mal... Was? Schön, dich wiederzusehen. Nola und du habt gute Arbeit geleistet. Der Ring ist sehr bedeutsam für mich und mein Vorhaben. Danke. Oh, gerne geschehen. Goldene Lady, ich habe sie kaum erkannt mit ihrer Maske. Aber, naja. Du scheinst dich zu einem Mitglied meiner Familie zu eignen. Viele würden dafür töten. Und getötet werden. Natürlich würdest du ganz unten anfangen. Was hältst du davon? Ich soll... Warte mal, soll ich Mitglied werden von dieser... Familie? Oh mein Gott, das wäre ja so cool. Ja, gerne. Dann habe ich mich einem Clan angeschlossen sozusagen, oder? Ja, würde ich gerne. Ich würde gerne Mitglied werden. Nun denn, willkommen. Du hältst deine erste Maske und Ausrüstung. Es gibt viele Dinge zu beschaffen auf der Welt. Besprich die weiteren Details mit meiner ersten Kommandantin. Okay. Sie hat auf diesem Planeten sowieso noch etwas zu erledigen. Alles klar, dann gehe ich sie mal suchen. Also dann, danke für deine Mithilfe. Ich reise noch vor Sonnenanbruch ab. Wir sehen uns sicher bald wieder. Warte, ist das da nicht die Sonne? Aber wie macht... Okay, ich weiß es nicht genau. Ich bin verwirrt. Wir sehen uns, Goldene Lady. Wo auch immer sie jetzt hinreist. Hey, mega cooles Schiff, wirklich. Das ist so cool hier. Da ist der Mond. Okay, den werden die wahrscheinlich relativ schnell abreisen. Wir müssen jetzt mal gucken... Warte mal, wir können mal jemanden fragen. Hi, Entschuldigung, ihr maskierten Leute hier. Wer ist die erste Kommandantin? Ich weiß auch nicht, wir sind noch neu. Am besten du fragst jemand anderen. Okay. Wen soll ich denn fragen? Wie könnte ich... Die da vorne? Hier gibt es verschiedene Masken. Die haben alle verschiedene Masken auf. Die hat die gleiche auf... Warte mal, was haben die für welche auf? Die haben andere auf, glaube ich. Was machen die denn hier? Servieren die das Essen oder was? Hi, Entschuldigung, ich suche die erste Kommandantin. Die erste Kommandantin? Was willst du denn von ihr? Mit ihr sprechen? Ich habe Fragen an sie. Ja, sie sitzt mit den älteren Schwestern, mit den ältesten Schwestern am Tisch dort vorne. Belästige sie besser nicht. Okay. Mit den Ältesten. Also muss ich gucken, wo hier... Die haben graue Haare. Okay. Ist sie das da? Das könnte sie sein. Entschuldigung. Hallo. Guten Tag. Hallo? Was ist hier los? Wer, Ich setze mich einfach mal dazu. Hi, ich bin Easy. Freut mich. Wir sind mitten in einer Besprechung. Was willst du? Und warum hast du deine Maske nicht auf? Wieso soll ich denn... Ich habe noch gar keine. Entschuldigung, dass ich störe, aber das Ding ist, ich wurde hierher geschickt von der Golden Lady. Ich soll Mitglied werden dieser Familie. Ich habe jetzt keine Zeit. Eins unserer Mitglieder ist hier stationiert. Eine Anfängerin namens Nola. Ja, die kenne ich ja schon. Und was ist damit? Sie wird dir deine Maske und deine Ausrüstung morgen bringen. Okay, cool. Die Goldene Lady reist bald ab. Ich jedoch habe noch etwas auf diesem Planeten zu erledigen. Ihr beide werdet mir bei einer Mission helfen. Ich komme dann auf euch zu. Das klingt ja cool. Nice! Das war's. Geh jetzt. Okay. Danke. Okay, ciao. Alles klar. Die will mich scheinbar loswerden. Ich glaube, ich gehe jetzt auch, weil die Leute hier so ein bisschen
bisschen gruselig mit den Masken, muss ich sagen. Kleines bisschen gruselt mich das. Naja, okay, alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, wir fegen die Leiter hier mal runter. Das ging echt schnell. Schönen Dank, viel Spaß noch und schönen Abend. Alles klar. Und ja, dann haben wir es auch geschafft für heute, würde ich sagen. Das geht weiter in der nächsten Folge. Dann hoffentlich treffen wir Nola und die erste Kommandantin und die geben uns unsere Masken. Und dann haben wir uns, ja, einem Clan oder einer Gruppe oder weiß ich nicht, was es ist, einer Familie haben wir uns angeschlossen. Wir haben uns einer Familie angeschlossen. Das war's mit unserer heutigen Folge von Minecraft Galactus. Like da lassen, schaut dem easymaus.shop vorbei. Und wir sehen uns bis dahin, euch allen noch einen wundervollen Tag. Und hasta la pasta!